Dokufiktion hat diesen dokumentarischen Impuls, dass man versucht, die Erfahrungen und die Konkretheit, die in einzelnen Handlungen und in konkreten Vorgängen steckt, mit hereinzuholen in seinen Film und nutzbar zu machen für die Erzählung, die dadurch reichhaltiger wird. Wenn man dieses Verfahren jetzt grundsätzlich auf die Erzählweise eines Films anwendet, dann hat man es mit verschiedenen Kombinationen von dokumentarischen Elementen oder auch von Routinen zu tun. Und natürlich ist man nicht der Erste, der das macht. Man hat es schon längst mit Genres zu tun. Und die Genres sind ja Verbindungen von bestimmten Regeln. Und in diesen Regeln sind auch immer bestimmte Wünsche und bestimmte Formen der Fantasie unterwegs. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine gewisse vorgeprägte und auch eingeübte Fantasie, die man sehr wohl in einem Film nutzen kann. So ist das bei Art Girls auch. Das ist eine Montage von Genres. Es gibt B-Picture-Genres, es gibt aber auch High-Art-Genres. Ich bin Nikita Neufeld, Künstlerin. Ich mache ein Reenactment einer alten Arbeit von 2002, in der ich meine Rolle als Ausstellende und Ausgestellte reflektiert habe. Es gibt Body-Horror, es gibt Science-Fiction, in dem es gelungen ist, Peter Lohmeier als Zwilling zu etablieren, als Zwillingsforscher. In diesem Moment ist auch eine Voice-Over von Peter Maturana zu hören, die diese Dinge zusammenbindet. Wir hatten eine Art Superman-Funktion für einzelne Zellen entdeckt und versuchten jetzt, diese auch zu steuern. Ich finde, L-Gerät klingt gut. L für Lawrence, Leben. Es gibt Katastrophenfilme, es gibt Melodramen, aber es ist nicht dieser Genre-Mix, den Sie auch alle kennen, den man inzwischen auch subsumiert unter dem Begriff postmoderner Zitatismus. Ja, also wir haben alle Filme gesehen, wir zitieren eigentlich nur noch, was wir gesehen haben und hängen das aneinander. Eine dokufiktionale Arbeit mit Genres versucht das Gegenteil. Man möchte, dass das, was in den Genres schon drinsteckt, was da auch an Erfahrung drin ist, dass das auf eine Weise zitiert werden kann, die aber immer in einem Zusammenhang ankommt, in dem es sich automatisch in etwas anderes verwandelt. Zum Beispiel entwickelt sich ja Peter Maturana zwischendurch zu einer Narrenfigur, wenn er plötzlich ein Kurator ist, ein Kunstkurator in Berlin, in einer sehr hippen Szene, jung, jugendlich, und er braucht so eine berufsjugendliche Jacke, so wie die ich jetzt gerade anhabe. Start the art. Er kann, ausgestattet mit Elementen aus dem Science Fiction, auf eine wissenschaftliche Weise die Intensität von wirksamer Kunst messen, ausgehend von der Hauptdarstellerin des Films. Das war Nikita Neufeld? Ja, mit ihrer Freundin Una Queens. Von ihr kam das stärkste Signal. Aber jetzt wird es schwächer. Das stärkste Signal geht von Nikita aus. Ich habe immer die Kunst gemacht, die ich machen wollte.96. Was misst denn deine Magic Box? Sie misst Möglichkeit. Wir haben zum Beispiel bei dem Film Art Girls versucht, in jedem Kapitel diese Ingredienzien, aus denen sich die filmische Realität zusammensetzt, die teilweise aus diesen Genres kommen, teilweise aber auch woanders her, teilweise aus Fantasieformen, die aus der Medienkunst kommen und noch aus dritten Quellen, diese Ingredienzien immer so für 10, 15 Minuten stabil zu halten. Und dann gibt es Gründe, die man auch erleben kann im Film, warum sich dieser Mix von Realität etwas verändert. Die Realität, das hatte ich schon am Anfang gesagt, in diesem Film steht selbst unter dem Einfluss der neuen Natur. Da wirkt irgendwo eine kollektive Intelligenz, nicht nur eine Person. Seid ihr synchron? Schnick, schnack, schnuck! 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 Schnick, schnack, schnuck!